Tauburger. Tauburger, los! Oh, Saftkorn. Scheiße. Also gut, Leute. Jetzt werden wir mal gemeinsam ins Internet gehen und uns schauen uns an, wo es Tauburgers gibt. Mal schauen. Hier seht ihr meine ganzen privaten Sachen, die ich mir anschaue. Gut, dann gehe ich einfach mal ins Internet. Also einfach unter meinen Channel einfach mal. Bin momentan mit Yanka Kakimoto angemeldet, aber ist mir eigentlich egal. PokeWiki. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Auf jeden Fall habe ich jetzt PokeWiki eingetippt. Pokémon der Woche. Cramchef. Gut, und hier tippe ich jetzt mal ein. Vertania Walz. Okay. Hier werden die ganzen Trainer angezeigt. Aha. Ah, ja, hier, Häufigkeit. Auf einen Tauburger. 5% in der Game-Edition. Das ist... ja, okay. Eine Chance von 1 zu 20. Das heißt, alle 20 Mal müssten wir einen Tauburger auftreffen. Mathematisch her gesehen. Gut, ich werde jetzt zählen. Das ist das erste. Und Konfusion. Das ist das zweite, ein Raupi. Smetbo. Tschüss, Raupi. Ein Saftkorn. Konfusion. Und tschüss. Na. Ah. Stimmt, Saftkorn hat eine hohe Spezialverteidigung oder Verteidigung, was auch immer. Ich vermute mal, dass Saftkorn beides die... an Verteidigung und Spezialverteidigung hoch hat, aber... So, was ist jetzt? Es ist ein... Raupi. Level 3. Kein Gegner. So... Naja, während wir hier ein bisschen nach einem Tauburger suchen, quatsche ich euch ein bisschen voll. Und zwar, heute ist Freitag. Also noch ist Freitag, heute ist der 21.10. bei mir. Wahrscheinlich werdet ihr die Aufnahme am 22. sehen, weil ich sie morgen hochladen werde. Es ist 23.37 Uhr, ja. Und was habe ich heute gemacht? Ich war heute bei meiner Oma... dann war ich beim Schach, hab mit meinen Kumpels ein bisschen, mit meinem Kumpel quasi, Yu-Gi-Oh! Gezockt. Und habe zweimal verloren. Das waren meine zwei eigenen Decks. Ah. Aber ich bin kein Yu-Gi-Oh!-Loser. Und jetzt, dann bin ich heimgekommen, das war ungefähr vor... 2 Stunden, glaube ich. Oder? Nee, das war vor einer Stunde. Vor einer Stunde bin ich heimgekommen. Habe mir die Füße ein bisschen hochgelegt. PC angeschaltet und Let's Play gestartet. Ja, und jetzt nehmen wir schon eine Stunde, glaube ich, auf am Stück, oder? Ja, eine Stunde kann schon gut hinkommen. Und wir sind immer noch nicht weitergekommen. Irgendwie lustig. Aber wir lassen uns der Zeit. Ich will das hier möglichst gründlich spielen. Das Let's Play war, ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ist deswegen, wird das Let's Play noch sehr lange dauern. So, wir haben keine Konfusion mehr, also keine AP mehr für Konfusion. Deswegen greife ich jetzt nur mit Tackle an.
Tackle ist jetzt quasi eine Ersatzattacke für Konfusion, ja. Und hier machen wir kurz Aufnahmepause. Bis gleich. Weil mein Computer rappelt ein bisschen. Safcon. Eieiei. Da habe ich keine Lust drauf. Da fliege ich lieber. Ich gehe mal schnell nach Vertania City und heile Snetbo. Raupi! Snetbo! Mach Tackle. Tackle. Oh, One-Hit Kill mit Volltreffer. Eieiei. Und noch eins, Raupi. Ich wollte schon Snetbo sagen, aber das stimmt nicht. Was redet da der Kevin LP? Snetbo hat er doch, also kann er nicht noch eins begegnen. Was soll die Scheiße? Daumen runter. Ein spanischer Hater. Oder, nee, Quatsch. Spanische. Was ist denn das für ein Akzent? Der kommt aus dem Fernsehen, glaube ich, so aus Zeichentrickfernsehen. Aber von welchem Land der Akzent kommt, weiß ich nicht. Was sie machen diese Penisse in meiner Küche? Italienisch. Okay, Sauspark. Oder ist es echt Italienisch? Ich weiß gar nicht. Ich vermute, es ist Italienisch. Okay, Pikachu. Komm her. Du musst auch ein bisschen leveln. Bei Nachrocko müssen wir auch noch weiter, ja, trainieren, sag ich mal. Da sind wir, dann gehen wir nämlich in den Mondberg. Aber ich will nicht allzu viel sagen. Denn der Mondberg, der gefällt mir. Ja, okay, mit den Raupis haben wir keine Probleme. Da können wir einfach tackeln. Taubsi ist ein bisschen problematisch. Und auf Safcons habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Und wenn, dann lasse ich Pikachu ran. Solange wir jetzt keine Konfusion einsetzen können. Aber warum erzähle ich das? Wir haben jetzt gleich wieder eine Konfusion. So, dann laufen wir mal wieder zurück. Durch die Route 2. Maus weg. Route 2. Ah, mein PC, der macht so laute Geräusche. So. Anscheinend wird da die Festplatte irgendwas gemacht. Moment, ich tu mal kurz die CD raus. Kann sein, dass jetzt irgendwas flackert oder was auch immer. Nein, tut's nicht, okay. Ich habe da nämlich eine etwas kaputte CD drin und seitdem ich die drin habe, da rappelt der PC ein bisschen. Deswegen habe ich sie jetzt mal rausgetan. Das ist die, ja, einigermaßen kaputte Civilization 4 CD. Ist ein tolles Spiel. Ich habe auch in meinem Let's Play Smashing darüber geredet. Schaut euch das einfach mal an. Also, Smashing meine ich, falls ihr mehr darüber wissen wollt. Habe ich sogar extra beschriftet. Es müsste heißen Fist of Sand, Civilization und sowas. Irgendwie sowas halt. Ich kenne meine Parts dann auswendig, wie ich sie benenne. So. Also ich bin ja ein Let's Player, der redet ganz offen. Also ich rede über jeden Scheiß einfach. Auch privat rede ich über vieles. Also mir ist es egal, was die Leute über mich privat denken. Ich bin asozial und lebe auf der Straße. Nee, Spaß. Eieieiei. Okay. Es war gerade was in meinem Auge. Nein, ich weine nicht. Es ist bloß so, wir haben lange kein Tauboga mehr begegnet. Und zwar gut. Wann haben wir es denn begegnet? Eine halbe Stunde, glaube ich. Naja, jetzt haben wir wieder die Konfusion. Ich will jetzt nicht zu weit in den Wald reingehen, weil wir müssen auch wieder mal raus und ins Pokécenter gehen. So.
Wisst ihr was? Ich glaube, das langweilt euch jetzt ein bisschen. Und zwar wäre ich es jetzt so: Wenn die nächsten 20 Kämpfe kein. Dann. Wenn die nächsten 20 Kämpfe kein Tauburger sind, dann werde ich einen Link machen, wo vorgespult wird. Also quasi so eine Anmerkung, wo steht: Hier geht's zu Tauburger. Aber ich werde immer noch weiter filmen. Weil nicht, dass ihr euch langweilt. Und für die, die iPhone nutzen und keine Anmerkungen lesen können, dann muss ich sagen, dass ihr Pech gehabt habt. Weil der ein iPhone hat, der hat schon genug Luxus. Nicht übel nehmen, ja. Es gibt ja viele Methoden, auf YouTube zuzugreifen. Also ich hab's immer mit mit meinem iPod bin ich immer YouTube gegangen und da konnte ich nie die Anmerkungen lesen. Da war zum Beispiel immer so, da war ich noch ganz neu auf YouTube, also da habe ich halt so alles gecheckt und zwar habe ich da so ein Video gesehen, klick hier um zu abonnieren, habe ich mir gedacht. Hä? Wo denn? Wo soll ich draufklicken? Geht doch nicht, weil beim iPod wurde bei mir nicht die Anmerkungen angezeigt. Ich weiß nicht, ob es beim iPhone genauso ist. Ich glaube mal schon, dass es wie beim iPod so ist, dass da keine Anmerkungen angezeigt werden. Beim iPad glaube ich schon, dass sie angezeigt werden. iPad. Wie das ist? Ich sag's mal, das ist das fünfte. Unser Snapwatch Level 13, ja, leck mich fett. Okay, lernt Level 13 Giftpuder. Ich hab's 12 gedacht. Oder hab ich 14 gedacht? Ne, 14 hab ich glaube ich gedacht, ne? Auf jeden Fall ist die nutzloseste Attacke Fadenschuss. Also verpiss dich, Fadenschuss. Warum wir keine fünfte Attacke lernen können, das ist ganz einfach. Ein Pokémon kann nur 4 Attacken lernen, deswegen müssen wir jetzt eine vergessen, damit wir Giftpuder lernen können. Das ist Nummer 6. Falls euch letzte langweilt, spult vor. Ich will euch das nicht antun. Also ihr müsst es nicht anschauen, wenn ihr nicht wollt. Aber es ist halt so, ich mache das jetzt zu einem besonderen Anlass. Ich liebe diese Edition und will sie komplett durchspielen. Ohne zu speeden jetzt. So, Konfusion. Ich glaube, ich zeige euch mal die Giftpuder-Attacke beim nächsten Pokémon. Ja, Taubsi ist ein bisschen... Wobei, wir haben das doppelte Level. Also gut, Giftpuder. Zwar hat Giftpuder eine besondere Wirkung. Es vergiftet Taubsi und Taubsi verliert ständig Leben. Auch wenn ich es jetzt fangen würde, würde es immer noch Leben verlieren, weil es vergiftet ist. Auch nach dem Kampf. Weil nach dem Kampf, wenn man ein vergiftetes Pokémon in seinem Team hat, dann flackert immer der Bildschirm. Und es ist ein Zeichen davon, dass Taubsi schwächer wird und an KP verliert. Jetzt könnte ich super fangen. Würde sogar drin bleiben, aber nee. Wir müssen uns die Bälle aufsparen. Wir können zwar Sastis benutzen, aber ich will einen Tauburger und keinen Taubsi. Tauburger ist viel cooler. Hat viel mehr KP dann bei den nächsten Level-Ups. Nicht wahr, Pikachu? Also ihr solltet euer Pikachu ab und zu mal ansprechen, um zu kontrollieren, ob es euch mag oder nicht. Das ist Nummer 7, schätze ich. Oder 8, ich weiß gar nicht mehr. Ich schätze 7. So, servus. Jetzt ist es Nummer 8. Numero 8. Gute Fusion. Tschüss. Das ist Nummer 9, glaube ich. Jawohl. Nummer 10. Da. Konfusion.
Aha, in gut 3 Tagen werde ich 18. Kann ich alles machen, was ich will. Das ist Nummer 12. Bordell. Bordell. Mit 18. Nee, Spaß. Ich gehe doch in kein Bordell. Alte Drecks verschissene Nutten in die Vagina. Checken, das ist doch. Bleh. Eklig. Ich habe immer. Kennst du eigentlich die Sendung Brit bei Sat1? Boah, da laufen immer die irrsten Gestalten rum, ey. Eine fette Nutte, was gab's noch? Einer der. Eine 19-Jährige, die 3 Kinder hat oder so. Oder uns hässliche Person mit so viel Pickel im Gesicht. Boah. Oder einen mit sehr viel Make-up. Bleh, ich muss kotzen, wenn ich solche Leute im Fernsehen sehe, ey. Oder ihr kennt doch alle Serious Rihanna, ne? In manchen Musikvideos muss ich mir echt denken, wie die gemake-up ist. Boah. Ja, leck mich am Arsch. Also manche Leute übertreiben es echt mit Make-up. Oh, ich bin im Fernsehen, sehr viel Make-up, dann werde ich sie cool, dann bin ich so viel, so cool und so, oh, damit mich jeder mögt und so. Oh, alter Schwede. Also ein bisschen Make-up ist okay, aber doch keine ganzen Packungen drauf, so einfach ins Gesicht rein, ey. Boah, ey. Dann sieht man ja aus wie ein Marsianer, als wäre man aus einem anderen Planeten gekommen, ernsthaft jetzt. Also wenn ich die Rihanna im Musikvideo sehe, dann denke ich mir echt sowas. Also nichts gegen Rihanna, ja, aber ich finde schon, dass sie es manchmal übertreibt mit ihren Kosmetikzeugs. So. Mann, ich habe jetzt einen Durst von vielen Reden. Also ich nehme jetzt schon seit einer Stunde auf, ne? Habe ich richtigen... Und ich rede ja am fließenden Band, ne? Ihr merkt es ja. Also seitdem... Wie viele Nummer ist es jetzt? Ich sage jetzt einfach mal 16. Also, ja. Ja, am fließenden Band. Ich muss echt mal was trinken. 17. So alt bin ich momentan. Ich wette, wenn ich es mir in 6 Tagen anschaue, oder in 3 Tagen, denke ich mir, nee, heute nicht. 17 war das. Okay, jetzt kommt die 18. Nächstes Jahr werde ich ein Raupi. Sehen wir es positiv. Wir müssen dann für die Top 4 nicht mehr so heftig trainieren. Eieiei. Schon Level 14, okay. So heftig habe ich meinen Seppo echt noch nie trainiert. Ist klar, Härtner. Stachelspore. So, das ist die 19. Mr. Raupi. Raupi, Waupi. So, und das nächste entscheidet jetzt. Ansonsten mache ich eine Verlinkung. Falls ihr es weiter sehen wollt, dann stört es euch nicht, aber... Okay, hier ist die Verlinkung. Klickt drauf und dann werdet ihr vorgespult, bis ein Tauboga auftaucht. So, und für diejenigen, die es weiterschauen wollen, wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zuschauen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, einen Tauboga zu kriegen. Ich meine, es sind 5%, das ist ja immerhin etwas. 1% kann ich verstehen, dass es jetzt... heftig ist, aber 5%, ich meine, das ist eine Chance von 1 zu 20. Wobei, das ist eigentlich auch nicht so heftig, ne? 1 von 20. Das ist so, als würde eine Schulklasse, also eine mittelgroße Schulklasse sein. Und dass du dann gewählt wirst zum, keine Ahnung, zum zufälligen Kandidaten oder was weiß ich. Alter Schwede. Safkon, Safkon, Raupi, Raupi, Topsi, Topsi, Safkon, Raupi, Topsi, Safkon, Raupi, Topsi, Safkon, Raupi, Topsi. Ich seh nur Safkon, Raupi und Topsi.
Yeah, Safkorn, Raupi und Taubsi. Safkorn, Raupi und Taubsi. Safkorn, Raupi und Taubsi. Ich setz Pikachu mal in erster Stelle. Vielleicht hat es irgendeine Auswirkung. Ach scheiße, ich will nicht vor. Ich hab schon wieder vorgespult. So. Raupi, Taubsi, Safkorn. Safkorn, Taubsi, Raupsi. Raupsi, ja. Boah, ich brauche echt langsam was zum Trinken, ey. Ich verdurste hier noch. Ja, jetzt so ein zartes Fanta wäre geil. Oder ein Sprite, so. Oh, ich darf nicht dran denken, ey. Und Pikachu erreicht Level 10. Sehr schön. Ja! Speichern. Okay, es ist da, ein Tauboga. Hey, reimt sie sogar. Hey, das reimt sie sogar auch. Hey, lol. Okay, ich habe jetzt ein Safe-Set gemacht. Falls wir es besiegen oder es uns besiegt oder wir keine Bälle haben, dann benutze ich den jetzt. Weil ich habe jetzt keinen Nerv mehr hierfür. Ah ja, das waren jetzt gut 5-6 Pokémon, nachdem ich gesagt habe, dass ich die Verlinkung mache. Irgendwie lol. Ich glaube, Tauboga hat Lampenfieber. So, ich werde es dann noch paralysieren mit Snapple. Es ist ja relativ leicht. Scheiße, man keine Tränke mehr. Muss ich aufpassen. Ja, jetzt komm, jetzt wechsle ich, weil der Sandwirbel der Volltreffer. Ahem, danke, danke. So, Pikachu. Ja, ja, ja. Na super, wer Windstoß, eine Normalattacke wäre das nicht sehr effektiv. Eine Flugattacke wäre es nicht sehr effektiv. Ja komm, ja, nerv mich ruhig. Ja genau, 2 KP. Und uns wieder, genau. Jetzt reicht's mir, jetzt kriegst du eine Konfusion aufs Maul. Scheiße, kein AP mehr. Fail. Gut, einmal geht noch. Und dann wechsle ich. Komm schon, kill nicht, kill nicht, kill nicht. Oh, sehr schön. Jetzt muss ich ja. Nein, dann geht Pikachu. Ach, was soll's. Ist nur ein Pikachu. Ash hätte das nie gemacht, aber. Ich bin nicht Ash. So, fick dich, Pikachu. Smetbo. Erst eine Paralyse und dann ein Ball. Sehr schön, und jetzt müssen wir Bälle schmeißen. Komm schon! Ja? 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 Ja! Super! Woo! Tauboga! Für Tauboga wird ein neuer Eintrag in Pokédex angelegt. Vogel, dieses kraftvolle Pokémon wacht unermüdlich über sein Territorium und sucht ständig nach Beute. Die Größe 1,10 Meter. Gewicht 30 Kilo. Wiegt so viel wie ein Zweitklässler, glaube ich, oder? Zwei Drittklässler so rum. Nein, ich will Tauboga keinen Spitznamen geben. Oh, und ihr seht, Pikachu ist tot, deswegen kann es uns nicht mehr verfolgen. Gut. Ich kann bald eine Aufnahmepause machen, sehr schön. Ich will jetzt nur noch bis zum Ende von Fertaniawald gehen. Und dann will ich mal eine Aufnahmepause machen, weil wir haben echt gut viel aufgenommen jetzt. 1,5 Stunden grob gerechnet. Sehr schön. Gut, dann halte ich jetzt meine Pokémon. Und ich mache mal kurz Pause, bis gleich. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Und willkommen in einer neuen Aufnahmesession von mir. Ich habe gemerkt, im letzten Part für mich hat es geflackert. Das lag daran, dass es Fullscreen auf meinem Bildschirm war. Und ja, so, da ist halt sowas passiert. Okay, kontrollieren wir mal unsere Pokémon. Ja, gut, wir haben das Tauboga, das wir im letzten Part gefangen haben. Setzen wir es mal an erster Stelle. Snapple Level 14. Jetzt gehen wir nach Marmoria City. Waren ja auch lang genug im Fertaniawald im letzten Part oder in der letzten Aufnahmesession.
da. Ratfatz! Level 3! Und die Attacken von Taubur kennen wir ja, Windstoß und Sandwirbel. Und nochmal Windstoß. Und tschüss. Ich sag immer und tschüss. Und wir sind wieder im Vertania-Wald. Den Ort, an den wir einmal in Ohnmacht gefallen sind, weil uns ein Tauboga überwältigt hat. Selbst der Trainer, du kannst deine dein Pokédex jederzeit vom... Ja, das haben wir schon gelesen. Da. Oh mein Gott, ein Saftkorn. Windstoß. Ich glaube, Windstoß ist eine Spezialattacke, kann das sein? Ich weiß auch nicht. Noch ein Saftkorn. Es geht wieder los. Nachher in den letzten Part habe ich ja gesagt, ich will das noch bis zum Vertania-Wald weiterspielen, aber dann hatte ich doch keine Zeit mehr, weil meine Mutter sich beschwert hat, weil es so laut war. Deswegen habe ich gleich aufgehört. So. Und tschüss. Hallöchen. Saftkorn ist cool. Es greift an, indem es sich verteidigt. Was? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Naja. Gelbe Logik. One-Hit-Kill. Yeah. Da. Saftkorn. Naja, ich habe keine Lust drauf. Oh, Pikachu, was hältst du vom Vertania-Wald? Oh man. Taubsi. Ja, das ist ein Gegner für uns. Aber Gegner nur mit Anführungsstrichen geschrieben. Denn Levelvorteil und wir und unser Tauburger ist die Weiterentwicklung von Taubsi, also klarer Vorteil für uns. Level 10. Taubsi, Quatsch, was rede ich hier? Raupi. Ein Windstoß und verpiss dich. So. Ich gehe 2 Schritte und es erscheint immer ein neues Pokémon. Wie geil. Naja, mit unserem Taubur können wir sie ganz leicht killen. Jetzt ärgert es mich, dass Windstoß keine Flugattacke in dieser Generation ist. Weil Flugattacken sind gegen Käfer-Pokémon wie Saftkorn sehr effektiv. Aber hier ist es leider nur eine Normalattacke. Was ich nicht verstehe. Flügelschlag ist ja eine Flugattacke. Schon klar, aber die Macher hätten sich doch denken können, dass dann Windstoß auch eine Flugattacke ist. Oder haben sie Windstoß erst gemacht, bevor sie Flugattacken eingeführt haben? Die Logik von Pokémon. Saftkorn. Windstoß. Nommel, Windstoß. Und tschüss. Seht ihr das? Ich gehe 2-3 Schritte und es erscheint immer ein neues. Das ist doch geil, gell?